Wir schauen uns heute den neuen Pokémon-Film an, Pokémon Ranger und der Tempel des Meeres. Ich hatte den, glaube ich, mal im Fernsehen geguckt. Ich glaube auf jeden Fall mal nicht ganz, aber ausschnittsweise. Und ich freue mich auf diesen Film, einfach weil Maike dabei ist. Also die Staffeln mit Maike waren tatsächlich meine Lieblings-Pokémon-Staffeln. Dann auch mit den Pokémon-Wettbewerben. Das hat mir damals richtig gut gefallen. Und deswegen schauen wir uns natürlich auch diesen Film hier an. So, darum geht es. Das passiert. Dann schauen wir mal. Sprachen sind wieder Deutsch und Englisch. Und es geht 101 Minuten lang und ist natürlich, wie sollte es anders sein, Anime. Ich kann auch bald endlich mal dann schauen, welche Pokémon-Filme ich zu Hause habe und ob es sich dann lohnt, die zu holen. Also die schon draußen sind. Sich nochmal zu holen, nur weil die halt nochmal neu rauskommen mit, ja, ich sag mal, hier anderem Label. Das kann ich dann endlich mal schauen. Ja, dann gibt es natürlich noch unsere Scheibe, die ich gerade nicht rausbekomme. Das stellt sich dieses Mal aber auch an jetzt. So, dann haben wir noch unsere Scheibe. Mit selbem Motiv und ja, das war's auch schon. Wir haben dieses Mal keine Werbung drinne, also kein nichts. Ja, ich werde dann zu Hause mal schauen, ob es sich also wirklich lohnt, die Filme, die schon draußen sind, wenn sie dann neu rauskommen, sich nochmal zu holen, nur weil. Ja, wegen dem Label, das dann hier wirklich dann anders ist, sich nochmal zu holen. Wahrscheinlich nicht. Das werde ich dann sehen und wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht. Es kommen ja jetzt bald, also bald, zwei Filme wieder raus. Ich glaube, 8. oder 9., die jetzt ja verschoben wurden. Merkt euch eins, in der Zeit von Corona wird alles verschoben. Das ist Regel Nummer eins. Das denke ich mir jeden Tag, wenn ich lese, das wird verschoben, das wird verschoben. Also das ist eigentlich Regel Nummer eins. Deswegen wird das noch ein bisschen dauern. Ich finde die Reihenfolge auch wirklich wieder interessant, dass 1, 2, 3 kommt, dann irgendwie keine Ahnung was. Aber ja, dann gucke ich mal, welche denn noch. Welche ich zu Hause habe. Und dann werde ich mir die wahrscheinlich nicht nochmal holen, wenn die dann bei Polyband nochmal rauskommen. Aber das werde ich sehen. Ich muss erstmal gucken, welche ich zu Hause habe. Auf jeden Fall war das dann dieser Film. Ich bin richtig gespannt. Ich muss auch wirklich diese Staffeln mal wieder unbedingt gucken mit Maike. Wirklich, ich habe die so geliebt. Wirklich, also das waren echt meine Favorite-Staffeln, kann ich euch sagen. Aber ja. Ja, die letzten Pokémon-Filme waren ja leider nicht so gut. Ne? Also nicht so gut im Sinne von gar nicht. Auch der neue, ne? Der wird ja auch irgendwie zerrissen. Aber ja, so ist das leider. Pokémon geht leider sowieso den Bach runter. So ist das leider, ne? Weil man es halt nicht enden lässt, ja. Auf jeden Fall haben wir uns damit dann diesen Film angeguckt. Leider gibt es, wie immer bei den Filmen, nicht mehr zu zeigen, aber wenigstens sind sie dann wieder verfügbar. Man kann sie wieder kaufen und schauen, ins Regal stellen. Und das ist doch auf jeden Fall wenigstens mal etwas. Auf jeden Fall, meine Lieben, sind wir jetzt am Ende. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dann sehen wir uns beim nächsten Video.